So, heute mal keine Kraftübungen, nicht unbedingt was für die Muskulatur, zumindest nicht in gewisse Anstrengungen, sondern heute geht es ein bisschen um das Thema Beweglichkeit. Mutterschöne Übung für zu Hause, um die Hüfte gerade gegen die sitzende Tätigkeit ein bisschen zu öffnen. Relativ simpel, ihr geht in einem halben Kniestand nach unten. Ein Bein kommt nach vorne, ein Knie hinten ist aufgesetzt und ihr versucht bitte in dem hinteren Bein einmal die Hüfte in eine Streckung zu bekommen. Optimalerweise dafür aktiviert ihr jetzt im hinteren Bein das Gesäß. Richtet den Oberkörper schön auf, schiebt euch stolz nach oben, bleibt lang im Oberkörper und das Bein, was hinten steht, genau der gleiche Arm. Zieht euch in die Einatmung, nach oben, streckt euch lang und atmet aus und zieht euch schön in die Seitneigung. Löst die Bewegung auf, kontrolliert wieder die Hüfte. Streckung herein, atme ein, zieh dich lang, atme aus, zieh dich nach vorne. Zweite Variante, die ihr hier gehen könnt, Bein ein Stück weiter nach vorne, streckt schön das Bein aus, das Gegenbein hinten schön weit weggeschoben, Ferse drückt nach hinten, vorderes Knie öffnet. Zieh den Ellenbogen tief zum Knöchel, atme ein, diesmal in die Rotation der Wirbelsäule, atme aus, zieh den Ellenbogen wieder tief. Atme ein, zieh dich auf, atme aus, geh tief. Bleibt schön geschmeidig und viel Spaß beim Ausprobieren.